Heute mal ein kurzes Video, das einfach gut zur Jahreszeit passt. Manch einer möchte vielleicht einen introvertierten Menschen zu Weihnachten beschenken. Natürlich gelten diese Geschenktipps aber auch für Geburtstage und andere Anlässe und dafür, wenn du dir selbst mal was gönnen möchtest. Relativ einfach und irgendwie auch ein bisschen langweilig sind Bücher. Also, nicht falsch verstehen, natürlich sind nicht die Bücher selbst langweilig. Aber Bücher zu verschenken ist eben jetzt auch keine revolutionäre Idee und gilt eben auch nicht nur für Introvertierte. Daher würde ich gerade für introvertierte Menschen, die noch ein wenig Sinnsuche betreiben, empfehlen, einfach Bücher zu wählen, die sich speziell um das Thema Introvertiertheit drehen. Wie zum Beispiel Still, die Kraft der Introvertierten von Susan Cain. Oder halt dieses hier, keine Ahnung, das liegt bei mir rum. Nicht alle Introvertierten lesen gerne. Aber ich persönlich finde, ein Buch ist immer dann ein gutes Geschenk, wenn es speziell für den Geschmack einer Person ausgesucht wurde. Ich gebe ja unter anderem immer wieder den Tipp, dass sich Introvertierte einen Ausgleich suchen sollen, der sie von Menschen wegbringt. Das gilt speziell für diejenigen, die im Alltag viel mit Menschen zu tun haben müssen. Was dann in der Freizeit geschieht, sollte möglichst die soziale Batterie wieder aufladen. Daher haben viele Introvertierte auch sogenannte stille Hobbys. Sie gehen vielleicht wandern oder basteln gerne, bauen Vogelhäuschen oder malen. Für all diese Hobbys gibt es ohne Ende kleine und große Hilfsmittel, die man problemlos als Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag verteilen kann. Wenn man die andere Person ein bisschen kennt, ist es eigentlich gar nicht so schwer, was zu finden. Zusätzlich gibt es noch einige witzige Geschenke für Introvertierte bzw. Kreative. Naja, ich selbst habe bei Spreadshirt einige Designs erstellt. Mein Deep Talk statt Smalltalk Pullover taucht auch in etlichen meiner Videos auf. Ähnliche Designs gibt es auch bei Amazon oder EMP oder auf Etsy. Die Auswahl ist ziemlich groß. Natürlich muss es auch kein Pullover oder ein Shirt sein. Es gibt auch Tassen oder Notizbücher. Ich weiß ja, es gibt auch viele Introvertierte, die sich auf keinen Fall stark mit dem Begriff identifizieren wollen, was natürlich auch okay ist. Aber ich persönlich fühle mich recht wohl damit, wenn meine Kleidung für sich bzw. für mich spricht. Und wer in Geld schwimmt oder einfach was Besonderes schenken möchte, der kann auch den Dauerbrenner meines Kanals anpeilen. Noise Cancelling Kopfhörer. Geräuschunterdrückung ist meiner Meinung nach ein Geschenk der Götter. Bis zu dem Punkt, an dem ich mich frage, wie ich je ohne sie gelebt und gearbeitet habe. Ich habe dieses Modell, das schon etwas älter ist. Nach circa 2 Jahren Permanentnutzung musste ich mal die Kissen austauschen, ansonsten machen sie genau das, was sie sollen. Die Sony-Modelle sind echt überall zu sehen und auch immer mal wieder im Angebot. Falls jemand von euch allerdings mit anderen Marken auch gute Erfahrungen gemacht hat, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und auf die Gefahr hin, jetzt etwas sentimental zu wirken, eigentlich brauchst du den meisten Introvertierten überhaupt nichts zu kaufen. Was du ihnen einfach so schenken kannst, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über, sind Verständnis und gemeinsame Zeit. Denn etwas, was zwischen den Memes und den Überschriften zu Introvertierten oftmals untergeht, ist, wie sehr viele von uns ihre Mitmenschen lieben. Und ich mache da ja auch mit. Haha, ich bin voll antisozial. Haha, Menschen sind kacke. Aber wenn es um unsere Lieblingsmenschen geht, sind die meisten von uns ganz anders drauf. Weshalb gemeinsame Zeit ebenso viel wert ist. Also ist es für viele Intros oft eine Bereicherung, wenn gemeinsame Treffen in Ruhe stattfinden oder in die Natur verlegt werden, von Deep Talk statt Smalltalk geprägt sind und nicht von Lästereien oder Gesprächen über das Wetter. Uns einfach so zu akzeptieren, wie wir sind und hin und wieder mal nachzufragen, ob man statt Gruppentreffen und Party nicht Bock auf Einzeltreffen und Filmabend hat, ist schon ein echtes Geschenk. Denn selbstverständlich ist das nicht und viele Introvertierte erfahren dieses Verständnis nur selten oder sogar nie. Das geht so weit, dass viele deutlich emotionaler auf das Geschenk der Akzeptanz reagieren würden, als auf ein iPhone oder 500 Euro in Cash. Einige Links zu den genannten Geschenkideen findest du in der Beschreibung und hoffentlich gibt es ein paar zusätzliche Tipps von der Gemeinschaft in den Kommentaren. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass ihr weiterhin dabei bleibt, denn in letzter Zeit scheint YouTube meine Videos zu wiegen, zu messen und für nicht gut genug zu befinden. Also sind wir zunehmend unter uns. Was vielleicht aber auch einfach ziemlich gut zum Kanal passt.